Herzlich willkommen zu einer neuen monatlichen Videoserie. Inzwischen ist der Markt für geschichtliche Spiele immer größer geworden und es erscheinen hunderte History Games jedes Jahr. Einen Überblick zu geben ist eine fast unmögliche Aufgabe. Aber auf Basis einzelner Monate möchte ich euch jeweils eine kurze Vorschau geben, welche Spiele im Bereich der History Games bald erscheinen und worum es in ihnen geht. Es wird also kein ausführliches Preview, sondern ein Überblick über Schlüsselfeatures und meinen Anmerkungen zum historischen Kontext geben. Dies mag euch vielleicht interessieren, da ihr und ich natürlich auch hoffentlich kein History Game mehr verpasst. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Der Februar startet direkt am 1. des Monats mit Foundation. Dieses geht nach der im letzten Jahr gestarteten Alpha-Version, welche auf Kickstarter finanziert wurde, nun in den Early Access. Es handelt sich um eine Städtebausimulation à la Banished. Ihr startet mit einer Handvoll Siedler und fangt ganz klein an. Erste Gebäude werden hochgezogen und die Bewohner mit ihren Aufgaben betreut, um grundlegende Ressourcen zu sammeln und die Siedlung selbst erhalten zu machen, während diese immer weiter wächst. Der Clou? Gebaut wird komplett ohne Raster, sondern völlig frei. Somit kann die Siedlung ganz nach den Vorstellungen des Spielers gestaltet werden. Damit wächst diese auch ganz organisch, ähnlich wie es bei mittelalterlichen Siedlungen nachweislich der Fall war. Besondere Gebäude können frei editiert werden, um ihnen einen individualisierten Look zu geben und jede Siedlung einzigartig zu machen. Das Spiel soll darüber hinaus vollständig modbar sein und hat zudem einen Soundtrack der Musiker von diversen Paradox-Spielen. Auf Kickstarter konnte man das Spiel bisher für ab 40 Euro unterstützen und erhielt somit auch den Early Access-Zugang nach der Closed Alpha. Ich werde mir das Spiel in der Early Access-Version für die Vorstellung auf dem Kanal auch holen und es euch dann präsentieren, da es wirklich einige innovative Ideen verfolgt. Am 13. Februar geht es weiter mit einem Spiel, das dann den Early Access verlässt. In Tannenberg wendet man sich der Ostfront des Ersten Weltkrieges in einem teambasierten Multiplayer-Shooter zu. Die Entwickler bestehen aus zwei verschiedenen Teams. Eines davon ist bereits für die Entwicklung von Verdun verantwortlich, das bereits seit 2016 existiert und eine sehr ähnliche Spielerfahrung bietet. Inzwischen haben die beiden Studios die Entwicklung beider Spiele sogar parallel geschaltet, indem sie den Code beider Spiele zusammengelegt haben. Updates des einen Spiels sind also problemlos auch für das andere übertragbar. Ähnlich zum Gameplay von Verdun ist auch die Gewaltdarstellung. Diese ist im Übrigen nichts für Zartbeseitete und zeigt die körperlichen Grauen des Krieges schonungslos. Wenn ich Tannenberg bei mir zeige, dann wohl am ehesten im Rahmen einer meiner Livestreams, an denen ich hin und wieder auch teambasierte geschichtliche Shooterspiele zeige. Kostenpunkt für die Early Access Version liegt derzeit bei 16 Euro. Das Ende der Liste macht am 17. Februar das neue Add-on für Civilization 6, Gathering Storm. Eigentlich stelle ich in diesem Vorschauformat keine Add-ons vor, allerdings mache ich hier eine begründete Ausnahme. Nach allem, was man bisher darüber weiß, könnte es die Spielerfahrung wesentlich verbessern. Einer der größten Kritikpunkte der Fans an Civilization 6 ist seit Release die mangelnde Kompetenz der diplomatischen KI. Dieser Punkt hat mich bisher davon abgehalten, in Civ 6 einzusteigen. Auch das erste Add-on Rise and Fall konnte mich nicht so ganz überzeugen. Zugegeben, die KI war in den vergangenen Civ-Teilen noch nie die große Stärke der Serie, dennoch hat mich die Stagnation auf dem Gebiet enttäuscht. Mit dem bald erscheinenden Gathering Storm allerdings könnte sich substanziell etwas in Civ 6 ändern. Ich bleibe dennoch weiter vorsichtig optimistisch. Auf dem Papier stehen inhaltlich und mechanisch spannende Neuerungen an. Sich spürbar auswirkende Klimaveränderungen mit Katastrophen, insgesamt 8 neue Zivilisationen mit entsprechenden Anführern, neue Stadtstaaten, 7 neue Wunder und zusätzlich 7 neue Naturwunder, 5 neue Stadtdistrikte und schließlich auch die Wiedereinführung des Weltkongresses, wie wir ihn aus anderen Civ-Teilen bereits kennen. Alles in allem hört es sich nach einer dynamisierten Spielwelt an, da Dinge wie neue Naturwunder und Naturfelder direkt verknüpft sind mit Auswirkungen auf zum Beispiel die globale Erwärmung und so weiter. Gemeinsam mit zusätzlichen Herausforderungen im Endgame durch die Wiedereinführung des Weltkongresses kann das Spiel womöglich viel stärkere Höhen und Tiefen abbilden und langfristig spannendere Spielverläufe abbilden.
Außerdem tritt es einem dem Spiel innewohnenden Geschichtsbild entgegen, das davon ausgeht, dass die Menschheitsgeschichte eine lineare Fortschrittsgeschichte darstellt. Nun wird auch in der Spielwelt klar, dieser Fortschritt hat auch seinen Preis. Die einzige Frage bleibt nach wie vor: Wird die diplomatische KI nun endlich besser oder tritt sogar das Gegenteil ein, da sie nun von noch mehr Optionen überfordert wird? Am 17. Februar sind wir dann wohl schlauer. Ich schaue mir auch hier den Release in Ruhe an, werde mir das Spiel und Add-on aber nicht direkt holen. Möglicherweise zeige ich Civ 6 bei mir zu einem späteren Zeitpunkt. Damit wären wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr fandet diese Monatsvorschau hilfreich und informativ. Danke für euer Zuschauen. Ein Like und ein Abo für diesen Kanal würde mich sehr freuen. Wer sich vorstellen kann, mich und den Kanal direkt zu unterstützen, kann dies auf patreon.com/tastenhauer oder auf steadyhq.com/de/tastenhauer tun. Bis bald und macht's gut, euer Tastenhauer.